Wenn du etwas träumen kannst, dann kannst du es auch tun. Diese Worte stammen von meinem heutigen Interviewgast, Falk Ziebart. Und er ist einer, der sich nachts, wenn andere träumen und schlafen, seine Träume erfüllt. Er geht raus in die Natur und fotografiert. Dafür, sagt er sich, lohnt es sich zu leben. Heute ist er bei mir im Studio zu Gast und ich sage herzlich willkommen, Falk. Schönen Dank, dass ich da sein darf. Danke, dass du hier bist. Ja, meine erste Frage an dich. Wie bist du zum Fotografieren gekommen, Falk? Zum Fotografieren, man fotografiert ja eigentlich so ein bisschen immer Familie, Feiern und solche Sachen. Das habe ich immer schon mal ein bisschen gemacht. Ich habe mir dann aber erst um 2009 so eine kompakte Kamera gekauft, ein bisschen größere. Und habe da auch erst mal gelernt, wie man die Chipkarte einlegt, die Batterie wechselt. Also ich hatte da überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch immer auf Automatik fotografiert. Und das Fotografieren ist auch entstanden erst 2012 so richtig, wo wir in Berlin waren, im Berlin of Lights. Und da hat mich dieses Licht fasziniert in der Dunkelheit, diese Lichter. Und da habe ich eigentlich erst angefangen, habe mir ein Stativ gekauft und habe auch 2012 erst angefangen, mit Nachtaufnahmen zu machen. Das war faszinierend. Das Licht hat mich so fasziniert, dass ich gesagt habe, das muss auch irgendwo in der absoluten Dunkelheit dann auch irgendwo zu bringen sein. Und um auf den Anfang zu kommen, ich bin auch immer sehr viel in Ausstellungen gewesen und bin sehr viel kulturell unterwegs gewesen oder wir als Familie. Und da habe ich auch immer Bilder betrachtet von großen Malern und habe immer gedacht, so müsste man malen können. Und dass ich ja nicht malen kann, habe ich gedacht, vielleicht kann man es fotografieren. Und vor vielen, wo die Fotografie aufkam, war ja die Fotografie der Feind der Malerei Anfang. Und da habe ich gedacht, okay, dann probier das mit der Fotografie. Und dann bin ich halt in diese Nachtfotografie reingeraten, also vollkommen unbedarft. Und das hat mich aber fasziniert in dem Sinne, nicht nur die Beleuchtung in der Stadt, sondern auch das Licht im Wald, in der Nacht, in der Dunkelheit. Und das hat mich dann immer mehr begeistert, also auch in die Natur zu gehen. Weil naturverbunden sind wir schon immer, wir sind viel gewandert, sind viel in den Bergen gewesen. Und auch gerade jetzt in Zermatt haben wir viel Urlaub gemacht. Und das sind Nächte, die fantastisch sind. Und auch das Matterhorn ist in der Nacht sehr, ja, sehr prägnant und unwahrscheinlich strahlend. Und da habe ich gedacht, das muss man vielleicht nachts mal darstellen. Und nachts sind wenig Menschen unterwegs. Und da schiebt sich keiner mit einem grünen oder einem roten T-Shirt ins Bild. Das hat mich dann auch irgendwo fasziniert. Und im Menschenleeren oder im Naturraum zu fotografieren oder dass Menschen da sind. Und vor allen Dingen, wenn man Bäume fotografiert, die bewegen sich nicht oder wenig und dann kann man auch 10 Bilder von einer Situation machen und 10 Bilder von einer anderen und die sind dann auch sehr geduldsam. Kann ich gleich einsteigen mit der nächsten Frage. Was passiert mit dir, wenn du nachts alleine unterwegs bist, mit der Kamera, in der Dunkelheit? Man könnte ja meinen, das ist normalerweise nicht unbedingt eine Situation, die man so sucht. Also nachts im Dunkeln rauszugehen und sich dem auszusetzen. Kälte, Wind, Wetter, man sieht nicht viel. Was passiert mit dir? Also es kostet schon Überwindung. Es gibt zwei unterschiedliche Dinge, die ich mache. Also ich gehe entweder bei Tageslicht noch los oder in der Dämmerung und bin dann schon bei den Objekten, die ich fotografieren will. Da ist noch ein bisschen Licht da, die Dämmerung fängt an, dann wartet man auf die Dunkelheit. Das kann zum Teil 3-4 Stunden dauern, dieses Warten. Dann in der Zeit kann man aber sehen, wie fotografiere ich, wie stelle ich das Bild ein und wie beleuchte ich den Baum oder das Objekt. Das ist eigentlich eine relative Sache, die nicht so viel Überwindung kostet. Aber sagen wir mal, nachts um 3 am Aletschgletscher aus seinem warmen Bett zu steigen und bei gefühlten 20 Grad minus und 2,50 Meter Schnee und Schneefall und Nebel loszugehen, das kostet dann schon Überwindung. Also das ist dann schon, dann geht man in eine absolute Dunkelheit. Da verschwindet dann auch irgendwann das Licht vom Hotelzimmer und dann ist man komplett im Dunkeln und sieht eigentlich nur noch den Schein der Stirnlampe und dann tauchen auch
Figuren, die man, oder die eingeschneiden Bäume als Figuren, vor allem auch als Schatten. Das ist eine vollkommene Ruhe auch. Und man verändert sich auch, wenn man in die Dunkelheit geht. Oder ich verändere mich zum Ich gehe praktisch, also ich verändere nicht nur mein Outfit, also mein Wesen verändert sich auch. Man wird ruhiger, man hört besser, man sieht besser, man nimmt Geräusche besser wahr. Und Kälte nimmt man eigentlich dann nicht mehr so wahr, weil man dann vollkommen auf seine Gedanken konzentriert ist, auf seine Träume konzentriert ist. Und ich stelle mir dann auch vor, ich plane ja so ein bisschen, was ich fotografieren will, ich stelle mir dann auch vor, wie ich es fotografieren möchte. Und dann denke ich mir, dann denke ich an so einen Spruch von einem berühmten Fotografen, der hat mal gesagt, das eine Auge schaut durch den Sucher und das andere Auge schaut in seine Seele. Und bei mir sind es dann in der Dunkelheit beide Augen. Ich fotografiere oft in absolute Dunkelheit hinein. Und da stelle ich mir das Bild so vor, wie es vielleicht werden könnte. Und zu Hause am Computer ist es dann oft eine Überraschung, wie es geworden ist. Das muss ich auch sagen, das ist dann oft ja, nochmal so ein Aha-Effekt. Also es ist ja vollkommen überraschend. Also es gibt so unterschiedliche Wege, wie du zu den Bildern kommst. Genau. Entweder du pirschst dich langsam rein, schon im Hellen. Und, aber die andere, das ist ja so ein, ja fast wie ein Überraschungs- Spontan. Ei. Ja, so spontan halt auch. Dass man manche Örtlichkeiten kenne ich. Ja. So, dass man, sagen wir mal, in der Zermatter-Gegend oder Aletsch-Gletscher-Gegend, dass man tagsüber gewandert ist, sieht man dann auch, das könnte man fotografieren, das könnte man fotografieren. Dann geht man dann nachts hin, obwohl ich muss sagen, nachts ist dann, obwohl ich die Wege kenne, habe ich mich schon oft dann auch verlaufen, bin falsch abgebogen, habe dann gemerkt, okay, ich bin ja falsch. Also nachts verändert sich auch der Raum, in dem man sich befindet, die Befindlichkeiten. Also das nimmt eine vollkommen andere Dimension an. Und dann ja, muss man sich damit auch zurechtfinden oder muss auch da zurechtkommen. Wie ist es mit dem Faktor Zeit, wenn du nachts unterwegs bist? Zeit spielt also kaum eine Rolle. Also man vergisst die Zeit oft. Auch die Kälte spürt man nicht so. Also ich bin eigentlich nur jemand, der, sagen wir mal, leicht friert. Aber wenn ich dann draußen bin, ist es eigentlich, das verändert, man lenkt den Blick oder die Gedanken oder das Gefühl auf das, was man fotografieren möchte. Und da spielt Zeit und Raum und Kälte oder Regen spielt keine Rolle mehr. Also für mich nicht, in dem Sinne. Also es ist sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr eigene Welt. Ja. Also wenn man dann nachts unterwegs ist. Die Fotografie ist für dich ja ein Mittel zum Zweck, dich der Natur zu nähern. Kann man das so sagen? Anders zu nähern, also jetzt auf eine andere Art und Weise zu nähern. Ich fotografiere zum Beispiel Bäume. Ich strahle die also mit einem herkömmlichen Akkubaustrahler oder mit einer Stirnlampe an. Und dadurch verändern die ihr Aussehen oder ihre Betrachtungsweise ganz stark, dass Menschen, die die Bäume eigentlich kennen, sagen, also wir haben das noch nie so gesehen, wir haben den noch nie so betrachtet. Oder im Saberburg-Urwald habe ich eine abgestorbene Eiche fotografiert, nachts im Regen, die habe ich 3 Tage später am Hellen mit meiner Frau versucht, wieder zu finden. Ich habe lange gebraucht, obwohl ich wusste, ich habe an der Stelle fotografiert. Hast du sie nachts gefunden? Und nachts war sie komplett präsent. Und das ist so was für mich, wo ich sage, also, und viele Leute, die Betrachter der Bilder, sagen dann halt, das haben wir noch nie so gesehen. Ich habe eine Eiche in der Nähe unseres Wohnortes fotografiert und habe das dann den Einwohnern zum Teil gezeigt. Dann haben die gesagt, das haben wir noch nie, der Baum steht nicht hier. Das ist ja jetzt ein ganz besonderer Baum, von dem du gerade sprichst. Also jetzt zum Schluss diese Eiche. Kannst du da ein bisschen mehr erzählen? Die steht bei uns in der Nähe, also in der Nähe dieser Eiche. Aber du meinst vielleicht diesen Liedebaum? Ja, den genau. Speziell, ja. Das ist, also ist verständlich, weil ich ja sehr viele Bäume fotografiere. Dieser Liedebaum steht in der Nähe von meinem Geburtsort in Möhra. Lutherstammort Möhra und steht auf einer Anhöhe, eine Solitärbaum, eine Linde, die 250, 300 Jahre alt ist und steht an einer besonderen Stelle. Also da geht auch kein Wanderweg hin, da muss man über Koppeln laufen und da steht auch keine Bank zum Glück und kein Hinweisschild. Und dieser Baum hat eine unwahrscheinliche Präsenz, ist unwahrscheinlich gerade und rund gewachsen.
Und viele Leute gehen dorthin, um sich, um sich zu erholen. In der Nähe ist ein buddhistisches Dharma-Zentrum. Die gehen dort auch viel hin. Und dieser Baum hat für viele Leute eine ganz besondere Bedeutung. Also wo ich das erste Mal dort war und fotografiert habe, war da ein Astloch. Und da hatte jemand, der sehr krank war, eingeschweißt ein selbstgeschriebenes Gedicht hineingesteckt. Und dann habe ich von den Bildern, die ich gemacht habe, welche auch einlaminiert und habe das praktisch wieder in dieses Astloch auch getan. Das war dann irgendwann weg. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht derjenige hat, weil ich es draufgeschrieben hatte, für denjenigen, der das Gedicht geschrieben hat. Also das ist schon ein Baum, der sehr starke Präsenz hat und auch von vielen Menschen geehrt wird. Und du hast ihn ja auf unterschiedlichste Art und Weise fotografiert. Also Ich war am Anfang, also ich kenne den Baum ja schon lange und war am Anfang dort, wo ich angefangen habe, nachts zu fotografieren, mit dem Akkubaustrahler und mit der Stirnlampe. Und das sind auch interessante Fotos geworden, aber ich glaube, 2015 war ja die Blutmondnacht, totale Mondfinsternis. Und meine Frau hat Geburtstag einen Tag vorher, wir haben auch gefeiert und bis um 11, 11:30, da sind die letzten Gäste gegangen und dann Blutmondnacht und auch und fahre ich hin und ich muss dann auch eine Stunde fahren. Und da habe ich gedacht, ach nee, ja. Und dann um 1 habe ich am Fenster geguckt, habe gedacht, oh, ein toller Sternenhimmel, ich fahre doch los. Bin ich losgefahren, war um 2 dort und habe dann angefangen zu fotografieren. Und das waren so prägnante Eindrücke, also auch wo der Mond noch voll war und dann ging er zu. Das war dann auch die Stimmung, die Farben haben sich gewechselt. Und ich habe dann auch Bilder gemacht, wo der Mond total, also die totale war. Und da war die Milchstraße sehr präsent zu sehen. Und dann bin ich bis zum Morgengrauen geblieben, also bis ungefähr 6:30. Ich habe aber kein Zeitgefühl mehr gehabt. Also auch ich habe Bilder gemacht. Aber plötzlich waren die Bilder verwischt. Das sieht man auch an dem kleinen Display. Ich denke, ist ja nicht mehr klar. Und dann habe ich festgestellt, die Temperatur hat sich von 8 Grad auf 2 Grad abgesenkt und die Linse ist durch die Kälte beschlagen worden. Und es sind auch einige Bilder sehr intensiv geworden. Ich habe sie dann auch so gelassen. Ich habe dann natürlich auch putzen müssen. Aber ich finde, der hat in dieser Nacht eine ganz besondere Ausstrahlung gehabt, der Baum. Ja, Für mich, in ja, dem ja. Sinne. Na klar, das ist ja immer dieses, also die Begegnung mit der Natur, mit demjenigen oder mit dem Baum. Also in dem Fall, also wenn ich dich reden höre, werden die Bäume sehr lebendig und eigentlich schon fast wirklich richtig zu Wesenheiten, was sie ja letztendlich auch sind. Und das scheint ja auch eine Rolle zu spielen, auch in weiteren Fotos, die du gemacht hast. Auf jeden Fall. Also wie du auch sagst, also ich kann mich als Kind erinnern, ich habe ja in der Eberesche immer viel gespielt und geklettert und auch von den Bäumen. Ich bin auch oft runtergefallen. Also kann ich mir vorstellen, dass es schon von Kindheit her kommt, so eine Beziehung oder so ein Kontakt zu diesen Bäumen. Und das kam erst mit der Nachtfotografie wieder richtig raus. Also so Bäume sind ja auch soziale Persönlichkeiten, die untereinander kommunizieren, die mit Pilzen kommunizieren, die mit Tieren kommunizieren. Mit uns Menschen kommunizieren sie vielleicht auch, aber wir haben es verlernt zu verstehen, wie die Kommunikation ist. Und ich finde wir wissen vielleicht 10% von dem, was Bäume können und wissen. Also das ist für mich auch faszinierend, auch immer wieder auf neue Bäume zu treffen. Das müssen nicht die großen sein, die irgendwo ganz präsent irgendwo stehen. Das können auch kleine sein, die auf irgendeinem Gemäuer wachsen und da ihre Wurzeln in irgendeinem Mauerwerk haben und sich da trotzdem lange halten und versorgen. Finde ich faszinierend. Die anderen Fotos, die du gemacht hast, sind in den Bergen zum Beispiel. Da gibt es Fotos vom Matterhorn, auch in einem besonderen Licht, im Mondlicht, fotografiert auch in der Nacht. Wir blenden die jetzt immer parallel dazu ein, die Bilder, so dass der Zuschauer da auch ein bisschen mitgehen kann. Da gibt es zum Beispiel ein Bild, finde ich ganz beeindruckend, wo der Mond direkt hinter dem Matterhorn steht. Kannst du dazu was erzählen? Wie ist das entstanden, dieses Bild? Wie kam es dazu? Wir sind seit einigen Jahren sind wir nach Zermatt gefahren in Urlaub, weil die Berge dort, die haben viele 4000er und gerade das Matterhorn
hat eine Ausstrahlung, hat eine Präsenz. Also das allein in der Umgebung ist, ja, finde ich, die Menschen sind gelassen. Es ist eine Ruhe, auch wenn man in die Berge geht, obwohl Zermatt unwahrscheinlich überlaufen ist mit Touristen. Wir gehen dann immer sehr früh los und dann ist man in den Bergen auch alleine. Und es hat eine gewisse Ausstrahlung. Und vom Balkon der Ferienwohnung, die wir gemietet haben, hat man das Matterhorn immer sehen können. Mhm. Und ich bin nachts dann aus irgendwelchen Gründen wach geworden, bin auf dem Balkon und habe dieses Wolkenspiel, diesen Nebel gesehen und habe den auch dann immer wieder regelmäßig fotografiert. Da sind Bilder entstanden, auch absolut in die Dunkelheit fotografiert. Also Zermatt, das war noch erleuchtet, da wo wir waren noch ein bisschen, und dann das Matterhorn total im Dunkeln. Das war immer wie ins Dunkle hinein fotografiert, und dann ist so ein Bild mit diesem Nebel entstanden auch, wo der Mond genau hinter Matterhorn steht. Und man könnte meinen, man hat da 50 Baustrahler hingestellt oder irgendwelche Filmscheinwerfer. Aber es ist der Mond, der das macht. Und auch diese Wolken. Und gerade die Zermatter haben ja viele Sagen und viele Mythen. Und da spiegeln sich ja auch gerade in diesem Nebel, ja, da gibt es so eine Geschichte vom Gletscher dort, vom Theodulgletscher. Der hat vor vielen tausend Jahren noch nicht existiert. Und da oben war ein Dorf mit ganz vielen Menschen. Da ist sogar Wein gewachsen und Mandelbäumchen haben geblüht. Und eines Tages sind Engel gekommen und haben um Unterkunft gebeten. Die Menschen haben sie nicht erkannt und haben sie weggeschickt. Und dann ist der Theodulgletscher über Nacht gekommen und hat das Dorf bedeckt. Mhm. Und die Sage, die in Zermatt auch erzählt wird oder auch geschrieben steht unterhalb des Matterhorns, es sind die verlorenen Seelen dieses Ortes, die um das Matterhorn streichen und den Nebel erzeugen und diese Mystik erzeugen und leider auch immer wieder Bergsteiger in die Irre führen. Mhm. Und das ist eben auch so eine Geschichte. Und man betrachtet dann, wenn man das Bild sieht und die Geschichte dazu hört, betrachtet man diesen Nebel sicherlich auch anders. Also das ist sicherlich auch eine Empfindungssache. Die Bilder strahlen oft etwas Mystisches aus, wenn man die sich anschaut. Mhm. Das Mystische, das Geheimnisvolle. Mhm. Ist das etwas, was dich ganz besonders anzieht, was du auch erzeugen möchtest mit den Bildern? Oder ist es so, dass es ja, nebenbei einfach geschieht, passiert? Ich kann es ja nicht erzeugen. Mhm. Ich kann es nicht erzeugen künstlich irgendwie diese Stimmung. Ich kann es mit unterstützen mit dem Baustrahler oder mit der Stirnlampe, und es entsteht dann halt. Aber diese Mystik ist ja da. Ja. Also diese Erscheinung ist ja da. Und wenn Betrachter der Bilder dann sagen, ich habe eine Empfindung, ich finde das schön, ich empfinde dabei ein Gefühl, ich kann ein Gefühl erzeugen mit diesem Bild, dann, ob es Mystik ist oder Freude oder wie jetzt wie in Meiningen der Ausstellung, wo die große Ausstellung war, die letzte jetzt, wo in dem Gästebuch drin stand, da hat jemand reingeschrieben, für mich ist heute ein guter Tag. Standen viele positive Kommentare drin, aber dieser Satz hat mich sehr berührt, weil ich gedacht habe, was hat dieser Mensch an anderen Tagen für einen Tag? Und er betrachtet meine Bilder und hat einen guten Tag. Das fand ich schon sehr berührend. Oder als die sehbehinderte Frau zur Vernissage kam mit ihrem Hund, und sie kam ziemlich als Letzte, und ja, habe ich sie reingebeten, und sie sagt, ja, sie geht rein, und dann war ich drin und sage, soll ich Ihnen was erklären? Sagt sie, nee, ich guck mal, ob ich Bilder erkenne, und ich bezahle auch keinen Eintritt, sagt sie, ich zahle erst Eintritt in der Galerie, wenn ich was erkenne in den Ausstellungen. Und dann habe ich sie gefragt, und dann hat sie mir ein Bild beschrieben, wo ich dermaßen erstaunt und ergriffen war, weil sie es beschrieben hat, als Sehende. Und dann habe ich extra nochmal gefragt, wie viel sehen Sie denn? Und dann hat sie gesagt, ich sehe eigentlich nur wie durch eine Milchglasscheibe, und ab und zu flackert mal was auf, aber ich sehe einen Fluss, der aussieht wie Milch. Ich sehe Berghänge. Sie hat das Gefühl, da poltern Steine runter. Und es war auch so beim Fotografieren. Ne? Also sie hat das Bild erkannt, und es war so für mich so ergreifend. Das war für mich also einer der Höhepunkte, zu sagen, es kommt jemand und beschreibt mir ein Bild, ein Nichtsehender beschreibt mir ein Bild, was Sehende vielleicht gar nicht so beachten, und habe spontan gesagt, wissen Sie was, wäre mir eine Freude, ich möchte Ihnen das Bild schenken. Und es war natürlich auch wirklich so, am Anfang wollte sie nicht, aber dann hat sie gesagt, gut, und dann habe ich ihr das Bild auch in die Wohnung gebracht, habe es angebracht, und es ist für mich
auch so eine Symbolik. Bei einer sehbehinderten Frau hängt ein einziges Bild in der Wohnung und das ist meins. Und ich habe sie danach nochmal angerufen und hat sie gesagt, sie kommt morgens in dieses Wohnzimmer und es strahlt. Und das ist für mich, sind die schönsten Augenblicke im Grunde genommen, wenn ich Menschen damit eine Freude machen kann. Hm. Also da erfüllt sich auch ein Traum für dich? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ging ja ganz genau um dieses Bild, also das blendet mir auch ein, der, dieser Gletscher, der dort auch in der Nähe des Matterhorns oder ist woanders? Das war, ich habe so ein Gletschertrekking mitgemacht. Ja. Über das Gotthardmassiv. Der Tunnel ist ja eingeweiht worden und da war so eine Wanderung angeboten worden über das Gotthardmassiv. 5 Tage für Übernachtungen in Hütten, in Bettenlagern und ich habe ganz einfach mal gesagt, ich möchte mal erleben, was so ein Naturfotograf oder ein Tierfotograf für Strapazen auf sich nimmt. Ich meine, ich bin kein trainierter Mensch, ich habe das auch nicht trainiert, ich habe dann halt meinen Rucksack vollgepackt mit ungefähr 8, 9 Kilo Fotoausrüstung mit Stativ und allen möglichen Objektiven und habe dann noch eigenes Gepäck gehabt, habe noch Steigeisen gehabt, einen Pickel. Und bin dann halt los. Die ersten 2 Tage war das eigentlich nicht so problematisch oder nicht so anstrengend. Aber dann am 3. Tag mussten wir dann wirklich mit den Steigeisen über den Gletscher und angeseilt. Und dann einen Abstieg, auch über Klettersteige und zwischen Steinen durch. Und es fing an mit Regnen. Und es kam ein Wahnsinnsgewitter. Und wer schon in den Bergen war, weiß, was ein Gewitter in den Bergen bedeutet. Und ich habe am Anfang, ich habe in der Schweiz übernachtet bei einem Freund, der ist Strahler, der sucht also einen diese Kristalle aus dem Berg und der hat so Geschichten erzählt, wenn sie im Berg sind, haben ihre Eisenstangen dabei und kommt ein Gewitter, dass sich solche Blitze bilden. Und seine Frau hat noch gesagt, jetzt erzählt er wieder so Strahlergeschichten. Und 4 Tage später habe ich das erlebt, dass vom Eispickel die vor mir gelaufen ist, die Frau, von dem Eispickel kleine Blitze zu meinem Eispickel gegangen sind. Also das ist schon nicht ohne. Also man kriegt schon, und im strömenden Regen und triefnass, also da kommt man schon dann an seine Grenzen. Also ist man dann froh, wenn man nach 3 Stunden wieder im Bettenlager ist oder in der Hütte ist und Feuer an ist und dann man sich wärmen kann und ganz einfach ausruhen kann. Aber Hut ab vor denen, die das als Beruf machen, die in die Natur gehen, Wochen, Monate lang und dort irgendwelche Filmaufnahmen, Fotoaufnahmen machen. Also allergrößte Hochachtung habe ich davor jetzt. Also es ist ja so, dass du dich da wirklich in einen ganz, also bewusst wirklich den Elementen aussetzt und auch, kann ich mir vorstellen, einen ganz anderen oder neuen Bezug zu dir selber bekommst und etwas in dir selber, ja, eine Präsenz schaffst, die, wo ich mich jetzt frage, fließt die dann in deine Bilder ein? Kannst du das hinterher beobachten, dass da wirklich dieser Funke, also jetzt mal im übertragenen Sinne, was du jetzt eben erzählt hast von dem Gewitter, dass dieses Aussetzen der Elemente und der Natur, dass das dann in einer Form wieder einfließt in die Fotografie? Ich glaube schon, dass das einen Einfluss hat. Also das ist eine gute Frage. Also ich habe mir bisher immer so gesagt, ich stelle mir das vor, ich träume mir die Bilder oder ich stelle mir das Endprodukt vor. Aber diese Veränderung, das stimmt. Also ich habe sehr prägnante Fotos gemacht auf dieser Tour. Also da ist schon irgendwas mit mir vorgegangen. Man war ja dann auch komplett in der Natur. Es ging kein Handy mehr, man hat kein Internet mehr gehabt. Also man hat diese Dinge vollkommen abgelegt. Und ich glaube auch in dieser Ruhe und in dieser Atmosphäre, das spielt auch schon eine Rolle. Es hat eine Entscheidung auf das Bild. Das glaube ich. Und da ist auch ein Bild entstanden, während dieser Tour, ich habe in Meiningen so eine Umfrage gemacht, was ist Ihr Lieblingsbild? Und dieses eine Bild, wo ich nach diesem starken Regen praktisch nochmal los bin und die Überwindung ist wirklich aus dem 30 Leute Bettenlager raus, rumkruscheln, nachts um 3, das ist schon schwer, ne? Dann loszugehen und dann Bilder zu machen. Aber dieses Bild hat so eine Ausdruckskraft, also die haben auch die Betrachter in der Ausstellung haben das auch als Lieblingsbild gekürt. Und das ist, finde ich, toll. Weil es auch so einen Vergleich hat, ne? So zu Vincent van Gogh. Ich bin ja auch so ein bisschen Maler der Romantik oder auch Vincent van Gogh haben mich immer fasziniert. Wo nimmt er in seiner Fantasie die Farben her?
die er malt. Mhm. Das ist auch für mich faszinierend, die dann plötzlich im Bild entstehen auch. Entstehen die plötzlich oder gibt es dann nochmal einen Prozess, der dann nachgelagert ist, der diese Farben, also es ist ja eine ganz prägnante, faszinierende Farbigkeit in den Fotografien, die man von dir sehen kann. Mhm. Wie genau kommst du dahin? In der Nacht ist ja eigentlich alles dunkel und eher grau und grau. Also ich muss immer sagen, das Licht, für mich macht das Licht die Farbe. Oder das Licht ist die Farbe, die dann die Entscheidung spielt im Bild. Und ich habe festgestellt, je höher die Luftfeuchtigkeit ist oder wenn noch Regen ist, kann man dann im Nachhinein, ich bearbeite die Bilder natürlich, also, aber ich stempel nichts heraus oder ich füge nichts ein. Mhm. Das ist lediglich, dass ich die Klarheit, Dynamik, Präsenz der Farben verstärke, die im Bild sind. Und das ist ja eine Arbeit, die nicht lange dauert. Also ich bin jetzt kein Minimalist, der jetzt Millimeter für Millimeter zieht und nochmal rein zoomt ins Bild und guckt, was wird das. Das Bild entsteht dann einmal, oft in kurzer Zeit. Und ich kann es aber nicht nachvollziehen, an Protokoll vielleicht, wie ich es gemacht habe, aber ich mache es auch nicht, dass ich es nachvollziehe, wie habe ich das gemacht, damit ich es nochmal machen kann. Das Bild ist dann so, wie es ist und das ist dann, bin ich zufrieden mit. Und dann sage ich, okay, es ist halt so. Also es ist tatsächlich so, dass diese Farben, die dann dort zu finden sind, ihren Ursprung haben in dem Bild. In dem Bild. In dem Bild. In die, wo sie manchmal herkommen, kann ich nicht sagen. Also ich muss auch dazu sagen, am Tag gibt es ja viele Regeln in der Fotografie. Ja. Ganz viele Regeln in der Fotografie. Und ich habe festgestellt, nachts kann man seine eigenen Regeln machen. Also da gibt es keine Regeln. Man kann dann auch nicht jemandem ein Handbuch geben und mal sagen, jetzt Nachtfotografie, jetzt mach das so und so und dann wird das. Also man muss vollkommen seine eigenen Regeln erstellen und dann einfach auch mal ausprobieren. Und oft ist eine falsche Art. Ich habe schon oft mit einer Einstellung fotografiert, wo ich gedacht habe, ach, das geht gar nicht. Und plötzlich sind Bilder entstanden, wo ich gedacht habe, ach, es geht doch. Es ist doch ein Resultat. Also überbelichtet oder unterbelichtet und irgendwo aus Versehen am falschen Hebel gedreht und dann irgendeine falsche Belichtungszeit oder irgendwas eingestellt oder ein Weißabgleich oder irgendwas, wo man sagt, das würde man nie machen. Ne? Mhm. Diese Erfahrung, die du da machst, das ist ja was sehr Experimentelles, was du jetzt gerade beschreibst. Was Untersuchendes, du begibst dich auf eine Reise des Erforschens einer Sache, ohne zu wissen, was da hinterher bei rauskommt, also ohne die Ergebnisse vorher festzulegen. Ist das etwas, was du dann auch in deinem alltäglichen Leben, also was du so mit rübernehmen kannst, das, was dich da prägt oder die Erfahrungen, die du da machst? Ich glaube schon, dass man eine Veränderung über die Jahre jetzt festgestellt hat, seitdem ich das mache. Und ich sehe Dinge anders. Also auch am Tag betrachte ich Dinge anders, sehe plötzlich Bäume tagsüber, wo ich sage, das wäre auch mal toll, die nachts zu fotografieren. Oder ich sehe bestimmte Bildausschnitte, wo ich sage, das sind so Sachen, wo ich malen könnte, würde ich es malen. So. Mhm. Aber zum Fotografieren ist halt manche Dinge, es ist schwieriger, weil es sind nur flüchtige Momente. Und auch das, was ich festhalte, ist nur ein Moment. Es ist nicht wiederholbar. Zum Beispiel im Ebengarten habe ich eine Buche fotografiert, die sich so stark in den Boden krallt. Und der Ebengarten ist überhaupt ein ganz faszinierender Wald. Da stehen 300-400 Eiben, die unter Schutz stehen, die 500 bis 800 Jahre alt sind. Und da stehen Buchen dann auch mit drin. Und auch die Eiben sind wahnsinnig faszinierend, weil sie im Winter ja auch immer grün sind. Und man kann sie im Kontrast zum Schnee gut fotografieren, weil es dann... Sie sind grün und alles rundherum ist kahl und das ist toll. Und da bin ich auf diese Buche gestoßen, die sich festkrallt und auch nicht gerade in den Himmel wächst. Und durch das Anstrahlen hat die noch so eine Bewegung bekommen. Und ich war dann noch bestimmt 6-7 Mal an dieser Buche und habe sie versucht, auch wieder so zu fotografieren. Ähnlich an der Stelle, der Fotoapparat, der Baustrahler an der Stelle. Es sind immer andere Bilder rausgekommen, immer andere Betrachtungen. Ne? Also in der Nacht ist der Moment und es gibt den Moment nur einmal. Also es lässt sich nicht wiederholen, weil es ist ein anderes Licht, es ist eine andere Stimmung, es ist eine andere Atmosphäre. Bei einer Porträtfotografie kann ich mir vorstellen, kann man viele Bilder hintereinander machen. Mhm. Aber jetzt in der Nacht ist es sicherlich äußerst schwierig.
In der Natur. So eine Skyline kann man sicherlich auch wiederholen. Wenn man jahrelang nachts rausgeht, sich intensiv mit der Natur beschäftigt, beziehungsweise Fotografie in der Natur, stellt sich mir die Frage, hat sich dein Verhältnis zur Natur verändert? Oh, ungemein. Also ich, ja, wie soll ich das sagen? Also wenn man jetzt ein paar Tage nicht, also fotografieren ist so eine Sache. Da fotografiere ich manchmal monatelang nicht. Aber so das Bedürfnis, in den Wald zu gehen oder spazieren zu gehen, ist sehr stark. Und wir hatten ja auch einen Hund bis vor einem Jahr und da sind wir sehr viel in der Natur gewesen, sehr viel spazieren gegangen. Das fehlt jetzt schon irgendwo, der Hund. Und das Spazierengehen auch. Aber das ist ein Thema, wo man sagt, im Wald ist, auch tagsüber verändert man sich. Mhm. Man wird ruhiger. Und auch wenn man Wanderungen macht, das ist ja so wie ein Meditieren, ein Schritt vor den anderen. Und ich glaube, ich habe mal gelesen, nach 10 Minuten verändert sich der Kreislauf, wenn man Schritt für Schritt immer tut und da vor sich hinläuft. Also es ist schon eine sehr angenehme, wie soll ich sagen, Freizeitbeschäftigung. Und der Zugang zur Natur, ist der durch das Fotografieren ein anderer geworden? Also meine Frau beschäftigt sich ja schon oder kennt sich mit Pflanzen, mit Bäumen unwahrscheinlich gut aus. Und für mich ist es immer sehr schön, wenn wir dann wandern und ich erkenne die Blumen wieder und auch die Bäume. Das ist jetzt nicht, dass ich jetzt so sage, ach, das ist das und das ist das. Es ist für mich eher die Erscheinung. Das ist das Wesen. Ja. Wann erreichst du die beste Konzentration? Oh. Das ist eine gute Frage. Oder andersrum, was ist Konzentration für dich? Also ich konzentriere mich ja schon lange im Vorfeld auf die Dinge, die ich machen möchte. Ja. Und wenn ich dann losgehe, spielt links und rechts kaum noch irgendwas eine Rolle. Dann konzentriere ich mich auf das, was ich in Gedanken habe, im Sinn habe, zu fotografieren und zu machen. Und da konzentriere ich mich drauf. Und da spielen andere Dinge, also die Arbeit wird ausgeblendet, andere Dinge werden ausgeblendet. Also man befindet sich auf so einem Niveau, dass man nur noch, man verschmilzt praktisch mit dem Fotoapparat, mit dem Objekt, was man fotografieren will. Und gerade in der Dunkelheit, man ist ja oft wie in einer Kugel. Oder wenn die Stirnlampe aus ist, ich fotografiere in die absolute Dunkelheit, da ist jedes Geräusch verstärkt. Zum Beispiel an der Buche, wo ich diese Bilder gemacht habe, die sich so einkrallt, war ich schon am Einpacken von der Fotoausrüstung. Und wenn man dann mit der Stirnlampe so ein bisschen leuchtet, nachts sieht man ja die Augen der Tiere stark leuchten. Ja. Auch, ich meine, es ist dann immer im ersten Moment ist man erschrocken und dann denkt man, oh gut, was ist das? Normal laufen ja die Tiere weg. Aber diese leuchtenden Augen kamen immer näher auf mich zu. Und es war ein Fuchs, der auf der Jagd war und ich habe ja rumgekruschelt und habe ja meine Sachen eingepackt. Der hat sich überhaupt nicht daran gestört. Der ist ungefähr in 5 Meter Entfernung ganz langsam an mir vorbeigezogen, hat in die Bäume geschaut, hat nach unten geschaut, ist stehen geblieben. Ich habe mich dann hingesetzt, das hat ungefähr, sagen wir mal, so 10 Minuten gedauert, dass der in meiner Umgebung war und überhaupt nicht eine Reaktion gezeigt hat, wegzulaufen. Also das war schon für mich ein tolles Erlebnis, wo ich gesagt habe, das muss man erst mal erleben, sowas. Mhm. Mhm. Und das passiert in der Rhön, also nicht in den Bergen, wo es ganz viele Tiere gibt, wie in Zermatt zum Beispiel, da gibt es ja ganz viele Tiere, oder am Aletschgletscher, der ist ja schon lange geschützt und da begegnet man ganz vielen Tieren nachts auch. Also die auch wenig ängstlich sind, die laufen dann zwar weg, aber man kann ihnen unwahrscheinlich nahe kommen. Mhm. Auch wir haben mal so eine Morgenaufgangstour gemacht, so früh um 4 losgelaufen und haben so 1000 Höhenmeter gemacht. Und da hört man dann auch so ein Husten von den Steinböcken, die haben wohl so eine Krankheit, so eine Lungenkrankheit, die husten dann. Und dann ist man dann schon auf der Wanderung ein bisschen erschrocken, wenn ungefähr 5 Meter neben einem plötzlich so ein starkes Husten entgegenkommt. Mhm. Aber das sind tolle Erlebnisse, die man dann in der Natur hat. Mhm. Die behält man, sowas kann man auch nicht, sagen wir mal, fotografieren. Ach, den Fuchs konnte ich nicht oder wollte ich auch nicht fotografieren. Das behält man ganz einfach in Erinnerung. Mhm. Hast du Angst, wenn du nachts draußen bist? Das ist eine gute Frage mit Angst.
Es ist eine natürliche Angst, sollte man natürlich haben, also wenn man irgendwo hingeht, dass man jetzt vorsichtig, also ohne Angst ist man nicht mehr vorsichtig. Mhm. Auch jetzt, wo ich zum Beispiel am Matterhorn fotografiert habe und bin tagsüber aufgestiegen, bin mit meiner Frau zusammen gewandert, habe ein Fahrrad dabei gehabt von unserem Vermieter und dann sind wir 1000 Höhenmeter bis zu einer Hütte gelaufen, haben dort gegessen und dann bin ich weiter mit dem Fahrrad nochmal 300 Höhenmeter, dann habe ich das Fahrrad am letzten Hotel abgestellt und dann bin ich von diesem Hotel dann nochmal 2 Stunden in den Berg gelaufen. Mhm. Und auf den gegenüberliegenden, also Gletscher vom Matterhorn, am trockenen Steg. Und da ist das Thema ja oberhalb der Baumgrenze und es sind immer mal Striche auf die Steine gemalt, es sind ja immer riesengroße Steine und Schotterwege. Und dann steht ab und zu mal so eine Stange da, aber die leuchtet nachts nicht. Und habe ich mir so gedacht, wie finde ich wieder zurück, wenn ich in der Dunkelheit da bin? Und dann habe ich mir so eine Schutzweste zerschnitten und habe dann diese Schutzwestenstreifen, die leuchten ja auch, mit Heftpflaster an diese Stange geklebt. Also so lange, wie ich Leuchtstreifen hatte, bin ich auch gelaufen. Ich hatte ungefähr so 20 Stück in diesen Gletscher rein, so. Also spaßeshalber als Brotkrumen von Hänsel und Gretel, damit ich wieder zurückfinde. Und das hat auch sehr gut geklappt. Also wenn ich jetzt dort, also das hab, dann habe ich auch dort gesessen und von der Hörnleder hat mich aus gesehen und ich habe jetzt auch keine Zeichen gegeben, nicht, dass die denken, da liegt oder ist einer verunglückt. Die haben dann auch mit dem Fernglas geguckt und haben gesehen, okay, der hat ein Stativ dabei, hat einen Fotoapparat dabei und der macht dort Fotos. Und dann habe ich mich dort halt hingesetzt und habe halt auf die Dunkelheit gewartet. Und das sind auch so Dinge, wo man dann den Gletscher knacken hört, Steine fallen hört, wo dann nachts die Geräusche viel, viel lauter sind als tagsüber. Und dann der Rückweg natürlich auch sehr vorsichtig sein muss, weil man leuchtet mit der Stirnlampe, das ist dann wirklich wie ein Tunnelblick. Mhm. Und man sieht diese Leuchtstreifen, dann hat man ungefähr die Richtung, aber das ist überhaupt kein Thema. Und dann bin ich bis zu dem Hotel gekommen, hab das Fahrrad dann gehabt und dann fährt man aber von dem Hotel nochmal ungefähr mit dem Fahrrad trotzdem eine Stunde bis nach Zermatt in der Dunkelheit. Und das ist auch schwierig. Da habe ich mich dann auch ein paar Mal verfahren. Wie ich vorhin schon sagte, nachts verändern sich die Sichtweisen absolut. Mhm. Ja, man ist mal erschrocken, wenn dann an einer Stelle, wo man mit dem Fahrrad fährt, über so einen Hügel fährt, wo eine Hütte steht, wo man tagsüber auch nicht gerne vorbeigeht, die so ein bisschen eigenwillig ist. Mhm. Weil es gibt ja wirklich in Zermatt viele Geschichten und Sagen. Und die Zermatter selber haben halt zu mir gesagt, also an Stellen, wo du fotografierst, würden wir nachts nicht hingehen. Weil die sind wirklich Dinge und dann fährt man an dieser Hütte vorbei und plötzlich klopft dann jemand auf die Schulter. Da ist man natürlich erschrocken. In dem Moment Angst. In der Nacht. In der Nacht. Mhm. Aber dann ist die Trinkflasche einfach aus dem Rucksack rausgefallen. Und in dem Moment, wo ich durch den Hügel gefahren bin, also über die Delle gefahren bin, hat die mir auf die Schulter geklopft, die Flasche. Aber da ist man dann wirklich erschrocken in stockdunkler Nacht. Und Angst, es kostet Überwindung. Mhm. Und eine Angst ist jetzt, sagen wir mal, man wird vorsichtig. Ja. Erhöht sich dein Bewusstsein, wenn du auf jeden Fall da unterwegs bist? Auf jeden Fall. Also man hört viel besser und man bekommt auch viel mehr mit aus der Umgebung. Auch wenn jetzt man im Wald ist, dann hört man es irgendwo klopfen und hört irgendwo Geräusche. Also so eine Maus kann schon nachts im Laub ein Geräusch machen, als wenn da ein großes Tier einherläuft. Mhm. Es verändert sich. Ja. Also ich auf alle Fälle. Die Erlebnisse, die du da in der Natur beschreibst, und das fließt ja in irgendeiner Form dann auch in deine Bilder ein, also ob jetzt direkt oder indirekt, das sei mal dahingestellt. Später ist es so, dass du die Bilder auch, hast jetzt schon ein paar Mal erwähnt, ausstellst und präsentierst und du gibst sie ja letztendlich frei. Mhm. Der Betrachter, du hast die Geschichte erzählt von der blinden Frau in der Galerie, der dann kommt und ja, wiederum eine Beziehung zu dem Foto aufbaut oder auch nicht. Manche sind interessanter, andere vielleicht nicht. Wie wichtig ist dir die Begegnung mit den Menschen, die mit deinen Bildern konfrontiert sind? Also muss ich sagen, sehr, sehr wichtig. Und ich habe das ja auch gespürt. Ich habe ja auch während der Ausstellung Führungen gemacht und auch Fotokurse gegeben.
und 4 Fotokurse gegeben für interessierte Nachtfotografen. Das war auch limitiert, sagen wir auf 40 Personen. Und es waren dann 35 da im Endeffekt. Es war dann auch sehr stark besucht. Und dann habe ich dann auch immer Führungen gemacht mit den Fototeilnehmern, die die Fotokurse belegt haben. Und da waren auch Interessierte dabei, die schon ewig in Fotogruppen mitarbeiten und selber fotografieren. Und wo ich gedacht habe, ja, die kennen sich aus, die kennen sich mit Technik aus, die kennen sich mit Einstellungen aus. Aber die dann zum Schluss auch begeistert waren. Auch, es war zum Beispiel ein 76-jähriger Mann mit dabei, der freischaffend für die Zeitung schreibt. Der hat auch dann einen Artikel geschrieben für die Zeitung. Der hat Fotografie noch gelernt unter einem Tuch und mit Platten. Und das hat er dann erzählt. Und der war dann eigentlich bis zum Schluss mit dabei, in Halbschuhen und ohne Handschuhe bei -4 Grad im englischen Garten in Meiningen. Und sagt, ach, das macht mir eigentlich doch jetzt wieder Spaß, weil als Pressefotograf muss man ja immer bestimmte Regeln und Formen einhalten. Und sagt, und er hat da auch einen sehr schönen Artikel darüber geschrieben, dass ich auch keine Geheimnisse mache. Ja. Jetzt um die Dinge. Es gibt sicherlich 2, 3 Dinge, wo ich dann von den Einstellungen her schneller bin. Aber von dem Mitteilen über die Dinge, die ich, wie ich es mache, da mache ich kein Geheimnis draus. Also das ist für mich nicht relevant, dass ich sage, das ist ein großes Geheimnis. Und es ist schon so, dass ich gewisse Dinge mache, die andere vielleicht nie machen würden. Aber die Teilnehmer oder auch die Besucher der Ausstellung, die in den Führungen waren, die haben mir eine sehr positive Resonanz wiedergespiegelt. Und das ist eigentlich, wie soll man es auch sagen, wie so ein Applaus beim Schauspieler, der auf der Bühne steht und dann kommt der Applaus. Mhm. Das ist für mich auch sehr, sehr angenehm. Das ist das eine. Und das andere, was du jetzt gerade eben erzählt hast, ist, dass du dein Wissen und nicht nur dein Wissen, sondern das ist ja in der Tat ein besonderer Umgang mit deiner Umgebung, dass du das auch weitergibst in Kursen, in Seminaren, während der Ausstellung oder? Während der Ausstellung, genau. Und es ist auch jetzt so, dass jetzt ich das weiterentwickeln möchte, noch nicht nur jetzt, sagen wir mal, dass es eine einmalige Angelegenheit war, dass ich das auch weiter verfolgen möchte, weil ich habe festgestellt, es gibt ganz viel Interessierte an der Nachtfotografie und auch interessierte Naturfreunde, die vielleicht sich nicht trauen, nachts alleine in den Wald zu gehen, wo ich dann sage, okay, ich biete für 5 Personen so Kurse an, wo man zusammen in den Wald geht und dann auch Fotos macht. Weil ich glaube, deine Frage vorhin mit dieser Angst in der Dunkelheit, das ist so eine, ich habe ja auch während der Ausstellung, war ja ein Künstlergespräch und da bin ich auch gefragt worden mit der Angst. Da habe ich gesagt, okay, wenn es jemand, es war eine spontane Idee, wenn es jemand erleben möchte, wie ich in der Dunkelheit empfinde, in Meiningen gibt es eine Gruftkapelle, eine gotische Kapelle, Grabstätte der Herzöge von Sachsen-Meiningen. Und ich habe das bei diesen Fotoworkshops immer genutzt und habe Baustrahler reingestellt, weil sonst ist kein Licht drin und die Fototeilnehmer konnten von draußen fotografieren. Und ich habe festgestellt, dass es ein ganz toller Raum ist. Und auch unten, die Gruft ist leer seit 1977, aber es ist eine tolle Atmosphäre in der Nacht. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, also wer mitkommen will, kann gerne dann, wenn es dunkel ist, mitkommen, damit er mal erleben kann, wie ich das empfinde. Und dann sind so um 9:30 plötzlich 45 Teilnehmer, die dann an dem Tanzabend noch waren, mitgekommen. Und dann sind wir in den oberen Raum, der ja mit großen Fenstern ausgestattet ist und wo die Straßenlaternen reinscheinen. Dann habe ich gesagt, wir machen mal alle Taschenlampen oder Handys aus und lassen mal die Ruhe und die Dunkelheit auf uns wirken. Ja, das war schon, war okay. Und dann habe ich gesagt, jetzt können wir runter in die Gruft gehen. Und dann, sagen wir mal, die Hälfte von denen ist mitgekommen in die Gruft runter, die ja dann absolut dunkel war. Und dann habe ich gesagt, jetzt machen wir wieder die Handys aus und das Licht aus. Und so nach 10 Sekunden, 15 Sekunden habe ich gemerkt, wie es so das Kruscheln anfing und irgendwie machte dann doch jemand sein Handy an und dann habe ich also das Experiment abgebrochen und habe gesagt, gut, wir gehen wieder hoch und dann haben wir 2 Frauen erzählt, die sagen, die 72 Jahre leben sie in Meiningen, sie sind hier geboren und sind noch nie in dieser Gruftkapelle gewesen. Das war für mich auch toll, ne? Dass jemanden
mitnehmen kann an eine Stelle, wo sie noch nie waren, weil die ist normalerweise zu tagsüber oder generell zu. Ja. Und das war so ein Erlebnis und dann haben auch Bekannte mir erzählt, also die Frau hat dann ihren Mann auch angefasst nach einer kurzen Zeit unten drin. Also mit Dunkelheit und Ruhe oder Stille muss man erst umgehen lernen. Mhm. Und das, wenn ich das jetzt nur so anfügen darf, ich mache jetzt ein Projekt, das am 19. beginnt das. Das ist in dieser Gruftkapelle, unten in der Gruft. Also jetzt am 19. Oktober. Jetzt am 19. Oktober, genau. Von 17 bis 21 Uhr in Meiningen. Ich möchte ein bisschen Werbung machen. Ich weiß nämlich, das ist nämlich auch so ein Experiment. Ich mache ja auch noch Plastiken und das sind Plastiken aus alten Eichenbalken und weggeworfenen Stahlteilen. Und da möchte ich unten in dieser Gruft diese Teile installieren, ein bisschen Licht dazu, ein bisschen, ja, so drei Bilder werden da noch mit drin hängen, die werden extra beleuchtet sein. Also das wird so ein Experiment, was passiert mit den Bildern, mit den Plastiken in dieser Gruftkapelle oder was passiert mit dieser ganzen Atmosphäre in dieser Gruft. Also das wird für mich ein Experiment und sicherlich auch für Menschen, die das besuchen, sicherlich auch, weil es ist absolute Dunkelheit und wird vielleicht auch ein bisschen so eine mystische Beleuchtung, ein bisschen, es wird schon für mich ein Experiment und dann sind noch mal vier andere Termine, wo das geöffnet ist, wo ich dann dort bin und auch Tipps gebe an Interessierte, die drinnen Fotos machen wollen. Und da gebe ich dann halt auch so das Wissen weiter. Mhm. Aber es ist für mich halt auch so ein Experiment. Ja. Experimentelle Fotografie. Ja, genau. Das ist ja so ein weiterer Schwerpunkt, nicht nur in der Natur zu fotografieren. Du bist auch in Städten unterwegs und machst eben auch experimentelle Fotografie. Nochmal zurück zu den Begegnungen mit den Menschen. Das ist sehr spannend, dass du den Menschen versuchst, da wirklich mit reinzuholen und zu inspirieren. Und weil du es jetzt eben so nebenbei ganz kurz erwähnt hast, es gab auch einen Tanzabend während der einen Ausstellung, ist ja eher ungewöhnlich. Also Ausstellungsorte sind ja doch eher sehr ruhige Orte. Man geht da hin, man schaut sich etwas an und verlässt den Ort wieder. Aber das spricht hier von einer anderen Lebendigkeit, nicht nur die Kurse, die du da anbietest, sondern eben auch Begegnungsmöglichkeiten darüber hinaus. Ja. Kunst als Begegnungsstätte. Ja, das hatte ich mir jetzt halt auch so vorgestellt. Ne? Warum soll man nicht zwischen den Bildern tanzen können? Weil es sind ja Naturbilder, es sind ja Waldbilder. Und warum soll man nicht Menschen tanzen lassen dort, ne? Zwischen diesen Bildern? Und dann war auch die Kapelle, dann habe ich auch eine Führung gemacht und dann, oder das Künstlergespräch gemacht. Und dann sind wir von Raum zu Raum gegangen und die haben auch entsprechend zu den Bildern eine Musik gemacht. Mhm. Und die Menschen haben angefangen zu tanzen. Das war dann auch, und dann stand in der Zeitung ein Artikel auch über ein Paar, was dort war, die gesagt haben, wir wären nie in die Galerie gegangen zu dieser Ausstellung. Wir sind nur durch diesen Tanzabend dahin gekommen. Das ist ja das auch, was Kunst bewirkt, dass Menschen sich dort begegnen, darüber sprechen oder so. Das ist ja das, was für mich auch wichtig ist, dass sie sich austauschen. Zum Beispiel zur Vernissage in Meiningen, dann dieses Bild vom Liedebaum, was so jetzt verschieden beleuchtet ist. Ja. Das hing in so einer Nische. Und dann kam dann ein junger Mann auf mich zu, der sagt, Herr Ziebert, ich bin jetzt 42 Jahre, bin auf meiner ersten Vernissage. Unser Sohn ist 5 Jahre, ist jetzt schon mal auf einer Vernissage gewesen und können sich vorstellen, der Mann arbeitet auf dem Umweltamt und hat den Baum also auch immer im Blick. Und er trifft dort vor diesem Baum die Besitzerin des Baums. Also ihr Urgroßvater hat ihn gepflanzt dort und kommt mit dieser Frau dort ins Gespräch über diesen Baum. Und das war für ihn fantastisch. Da kam und dann hat gesagt, können Sie das vorstellen? Sag ich, ist alles möglich. Mhm. Oder gerade der Liedebaum, weil der liegt mir wirklich sehr am Herzen. Er hat ja vor 2017 ist ja ein Ast abgebrochen. Ja. Und er sieht jetzt nicht, er ist beschnitten worden und sieht auch jetzt, er wird wieder wachsen und er wird auch wieder eine schöne Form bekommen. Aber so wie ich ihn vor 3 Jahren fotografiert habe oder noch, wo er ganz war, wird das nie wieder kommen. Und auch bei der Ausstellung, die ich 2016 gemacht habe, nur über diesen Liedebaum in Bad Salzungen in der Galerie, habe ich 10 Bilder aufgehangen und habe gedacht, nur ein Baum, verschieden beleuchtet. Ja. Habe ich gedacht, na gut,
wie, das Interesse wird nicht so groß sein. Aber zur Vernissage waren 140 Leute in etwa da und es waren auch Menschen da. Da kam eine Frau auf mich zu, vielleicht so über 80 Jahre, und hat gesagt: Herr Zebert, wissen Sie, ich habe in meiner Jugend nach dem Krieg nur Bäume gemalt. Und Ihre Bäume erinnern mich so an meine Kinder, an meine Jugendzeit. Und das fand ich toll. Ja. Oder die Besitzerin des Baumes, die ich ja vorher nicht kannte, kam und ihr Mann ist Holzbildhauer, ein ganz bekannter Holzbildhauer. Mhm. Und er hat dann zu mir gesagt, was für mich eine große Ehre ist, er freut sich, einen Kollegen hier kennenzulernen. Und die Familie muss 70 Kilometer bis zu dieser Ausstellung fahren. Mhm. Oder der Bürgermeister von dem Ort, wo der Baum steht, hat gesagt, jetzt habe ich den Baum schon oft gesehen, aber noch nie so in so einem Licht und so strahlend und so schön. Das sind Aussagen. Mhm. Oder die Leiterin des Buddhistischen Zentrums hat eine wunderschöne Rede gehalten zur Eröffnung über Änderung, die Sichtweisen, Änderung von Sichtweisen, von Einstellungen, von Gefühlen. Und das fand ich auch so toll, dass man eine Einstellung oder ein Gefühl ändern kann, so Dinge, die man nicht wahrnimmt, tagsüber oder überhaupt wahrnimmt. Und erst, wenn man sie ins Licht setzt oder in eine bestimmte Farbe setzt, dass sie wahrgenommen werden. Mhm. Das ist für mich immer wieder toll und ergreifend. Und die Bilder sind versteigert worden in dem buddhistischen Zentrum, weil die sind ja dort in der Nähe. Und da habe ich gedacht, Okay, das ist vielleicht auch eine gute Aktion oder eine gute Sache. Und dieses Geld, was da zusammengekommen ist, wird der Hospizarbeit und der Jugendarbeit zugeführt. Also ist schon, also hat ja, sagen wir mal, das wieder einen guten Zweck. Genau. Ne? Das heißt, das trägt sich dann in gewisser Form weiter, dieser Gedanke. Genau. Also es ist wie so ein Handreichen von einem zum anderen und ein Kreis, der sich aufmacht. Und auch andere, die gar nichts von der ganzen Situation oder von dem Baum wissen, partizipieren in irgendeiner Art und Weise. Richtig. Und wiederum andere tragen dazu bei, was möglich ist. Ja. Es waren dann Besucher der Ausstellung da, die dann gesagt haben, wir waren noch nie oben, aber wir gehen hin. Und die sind dann nach oben gewesen. Die haben mir dann Bilder geschickt, wo sie oben waren und haben dann geschrieben, so rat mal, wo wir sind. Und das war ja deutlich zu erkennen. Also es ist schon so ein deutliches, wie du sagst, so ein Handreichen. Mhm. Oder jetzt, wo wir in die Gruftkapelle, ich war mit meinem Freund Matthias dort und habe schon Sachen hingebracht jetzt die Woche. Und dann, die ist ja zu die Gruftkapelle, und vor der Gruftkapelle hat jemand in dem Schotter aus Zweigen und auch aus Eicheln einen Satz gelegt: aus vielen kleinen Dingen wird etwas Großes entstehen. Stand vor dieser Gruftkapelle. Ja. Und es war für uns irgendwie wie so ein Zeichen, weil wir wollen ja was machen. Es wird was entstehen. Ja. Ne? Und das finde ich auch für die Kunst oder für die Betrachtungsweise unwahrscheinlich wichtig. In unserer heutigen Zeit ja sowieso, ne? Dass man sich über die Kunst näher kommt und über die Kunst Dinge betrachtet. Wofür lohnt es sich zu leben? Das wäre so meine abschließende Frage an dich. Oh, das ist halt wieder eine philosophische Frage, wo man ganz viel erzählen kann und sagen kann, es lohnt sich ganz einfach, jeden Tag zu leben und Freude zu machen. Hm. Auch wenn es nur kleine Dinge sind. Anderen Menschen Freude zu machen, sich selber Freude zu machen oder auch in der Familie sich Freude zu machen. Das ist manchmal schwer, sicherlich, ne? Denke ich mir, überall. Aber ich glaube, wenn man früh aufsteht und einen Sonnenaufgang sieht und jetzt gerade im Herbst die Farben sieht, dass man sich sagt, das ist wirklich toll. Ne? Und dass diese Freude auch teilen kann mit irgendjemand. Das finde ich auch ganz wichtig. Eine Möglichkeit hast du auf jeden Fall gefunden mit deiner Fotografie, mit deinen Arbeiten, die man in Ausstellungen auch sehen kann. Wie gesagt, du gibst auch Kurse oder bietest auch ein Miteinander an. Da hast du jetzt ein paar Mal davon gesprochen. Ja. Sehr spannend, dein Projekt. Dankeschön. Ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch. Ich habe zu danken, dass ich als Jungkünstler bei euch sein durfte, also auf jeden Fall. Und was ich gerne machen würde, ich würde all denen danken, die mir immer wieder Mut gemacht haben oder gesagt haben, das ist toll, mach mal was aus deinen Bildern. Und vor allen Dingen meiner Frau möchte ich danken, die so viel, viele Nächte nicht unbedingt allein ist, aber dann auch das toleriert und dann das auch, sie ist auch meine Kritikerin, ne? Und meine
zur Beraterin auf jeden Fall. Ne? Ohne sie wäre ich nie so weit gekommen. Also nochmal schönen Dank. Gerne. Ganz lieben Dank an dich. Liebe Zuschauer, ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit und sage Tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal hier bei Querdenken TV.